Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich aus meinem Leben. Ich habe auch echt das geilste T-Shirt an zum Vloggen überhaupt, ja. Das Hemd hier drunter, das ist eher so ein T-Shirt, das man halt unter Pullis trägt, damit man eine Verlängerung hat und nicht um, ja. Wir haben heute, jetzt ist das schon wieder der Fernseher mit dieser Kindermusik. Ich glaube, das ist schon wieder too much für YouTube. Moment. Mara ist oben. Ich wollte mal kurz zeigen, das ist die Laterne, die Mara und ich heute gebastelt haben. Die ist auch noch lange nicht fertig, jetzt muss ich es mal trocknen, damit wir dann den Luftballon da drunter wegmachen können. Und erst dann kommt das coole Finishing. Ja, ich bin doch gerade dabei. Ja, und jetzt mache ich gerade Burger. Beziehungsweise ich fange jetzt gerade an. Jetzt ist das auch noch der Mann nach oben kommt, der dann jetzt hier rumheult. Salz, Pfeffer, Käse, Mayo-Dings. Jetzt brauche ich noch eine Zwiebel und Salat. Okay. Wie oft sonst willst du es jetzt noch sagen? Nimm ein Handy in die Hand und ruf sie an. Genau. Ich mache jetzt Burger für den Großteil von uns. Marlene isst eine Pizza, die ist jetzt gerade nach Hause gekommen, weil die isst ja in dem Fall kein Fleisch. Du sollst runterkommen. Und Malu ist schon bei ihr mit, weil wird nachher hier auch nochmal mit essen. Also. Die ist ja sehr pflegeleicht. Die ist immer geeignet. Süß. So. So. Na, schnell jetzt. Achso, das sieht ja gar nichts von. Die Zwiebel. Und dann. Okay, ich hab jetzt echt Hunger. Schlagartig bekommen. Achso, und ich bin kalt bestimmt mit dem neunten Produkt. Das ist das 228. Mal. Das Ding, ich nerv da vielleicht. Was ist denn? Machst du jetzt essen? Nee, ich stehe hier einfach nur und langweile mich. Ich wollte eigentlich auch so ein cooles Brötchen. Was kriegt der jetzt wieder so was? Weil es so ist. Das ist richtig unfair. Instagram gemacht. Ich glaube, das war der Lieblingskinder. Das stimmt. Aber ich mache gerade Instagram-Content gut. Dann verlinkst du die Sachen? Mach's gleich. Minimal in den Augen. Super! So. Das ist die eine Ladung. Hier ist jetzt die zweite Ladung. Und ich will meinen, dass es so reicht. Eigentlich. Bis auf vielleicht ein paar Strumpfhosen noch. Aber ich muss sagen, die Sachen trocknen hier unten ultra schlecht. Weil es hier auch so kalt ist. Hier ist keine Heizung an oder so.
Weil wir halt auch mal ohne Heizung schlafen. Jo, naja. Meine Jacke ist jetzt auch soweit durch. Ich habe meine Daunenjacke ja gewaschen. Ihr hört so wahrscheinlich, die wird gerade noch verkloppt, dass die Daunen sich wieder richtig überall verteilen. Und Luschi ist gerade Zähne putzen mit Matthias. Mit Maris habe ich jetzt gerade noch ein bisschen gelernt. Ein bisschen schreiben. Das werde ich jetzt jeden Tag durchziehen. Und morgen kann ich dann wahrscheinlich die Sachen hier abnehmen und dann in den kleinen Mini. Achso, ne, Kleiderschrank ist jetzt nicht Mini, aber mir meine Ordnung zusammenfinden, wie ich das alles gerne hätte. Ich mich schon. So. Ich habe hier jetzt auch noch einen Pullover von mir mitgewaschen, den ich mir neu gekauft habe. Ja, Februar, Baby, ey. Es war saukalt zu der Zeit. Ist ein bisschen blöd, ne? So. Genau. Maris muss doch. Maris? Hast du sie gefunden? Gut, dann die Stifte vom Esstisch noch einräumen, ja? Was? Die Stifte noch vom Esstisch einräumen, die da liegen von dir. Ja. Mama. Denkst du noch an den neuen Pullover? Warte kurz. Ich hab eine Frage. Mama. Lauf nicht so weit ins Bild rein. Bleib lieber in der Tür stehen. Weil du hast ja wieder nichts an. Kann ich? Bleib stehen. Ja. Kann ich halt mal im Wohnzimmer schlafen? Nee. Weil ich habe immer noch Angst, ob er wiederkommt. Nein, brauchst du nicht, Maris. Wir haben bei dir alles ausgeschüttelt, erstens. Und zweitens sitzen wir heute im Wohnzimmer. Ja, erst wenn ihr weg seid, ne? Nein. Und könnt ihr mir bitte einen Cocktail machen? Ich brauche das. Ich habe ein bisschen Schleim im Hals. Wirklich. Das ist doch nichts gegen Erkältung, hä? Ja, aber das ist gut für. Das merke ich, als ich ja mal Schleim im Hals hatte. Da und brauchst du was zu bewegen? Du hast mir das gegeben, ja? Und dann habe ich auf einmal, dann habe ich auf einmal nur ganz wenig Schleim-Dings gemacht. Aha. Hast du schon einen frischen Pullover runtergebracht? Nein. Warum nicht? Darum. Du bist doch geschwabbelt, schwabbelt. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Dass der Controller, dass er den ausgelutscht hat, diesen Port. Ach, hast du es dir jetzt angeguckt, ja? Hast du einen frischen Pullover runtergebracht? Nee, aber da kann ich dein iPad gucken. Vielleicht in einer Stunde. Warum? Wenn du dann ins Bett gehst. Warum gehe ich erst in einer Stunde ins Bett? Ja, wenn du um 18 Uhr ins Bett gehst, ist das ein bisschen unrealistisch. Hä, um wie viele Leute? Und was ist mit der Switch? Kann ich damals eine Runde nochmal spielen? Nein, heute nicht mehr. Da fällt mir auch gerade noch ein, dass ich ja noch die Dings oben nochmal überarbeiten muss. Wie sieht es eigentlich aus? Die Kamera? Hallihallo. Hallihallo. Meine Güte. Malusche hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Die geht ja heute und morgen nicht zur Kita, weil die irgendwelche Fortbildungen haben oder so. Und ich muss gleich Maris abholen, deswegen muss ich Malusche eigentlich mitnehmen. Hey. Hallo? Malu? Hallo Malu! Willst du auch Hallo sagen? Die will einfach nicht zu mir. Gib mir eine kleine Quetschfuß. Oh.
Gehst du mit Papa vorher an die Post? Geh mal gucken schnell. Komm, wir wünschen dir was aus der Post raus. Ja? So, ja, aber soll sie barfuß laufen? Nee, eigentlich nicht, aber sie bleibt an der Tür stehen. Papa, hol schnell. Warte. Auch noch viele Leute haben? Keine Ahnung. Ja, ich will doch nicht zeigen. Er will sich nicht so zeigen. Ich aussehe auch. Du siehst doch stylisch aus. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Wie sie hier steht. Papa. Papa, hol die Post rein. Weil ich zweimal quasi einmal, also zwei Gradlese geregt habe. Ein Gummibärchen. Manushi. Ich hasse das, wenn hier magst du ein Zitronenbonbon? Ach, da kommst du zu mir, ja? Wo? Der Gummibär. Ich werde das mal aufmachen. Und Feuer. Naja, gestern haben wir ja eine Laterne angefangen für Malou. Aber ich glaube, es waren zu wenig Schichten. Der trotz des getrockneten Leims, Kleisters, es ist überhaupt nicht stabil und es ist total, lässt sich voll leicht eindellen und so. Und da habe ich gesagt, ich muss da noch mal ein paar Schichten drüber knallen. Ich glaube, das werde ich jetzt heute Nachmittag machen. Oh, ein kleiner Knubbelzieher, ich liebe das so. Und eigentlich würde ich es schon gemacht haben. Aber ich habe dann die Schlafzeit von Malou natürlich lieber genutzt, um die ganzen Operationen vorzubereiten und sowas. Ein paar Sachen zu klären. Der Fuß. So. Warte, fast fertig, warte. Hast du den Bonbon noch nicht gegessen? Oh, wollen wir das UBS-Ding hinpacken? Wir haben das theoretisch jetzt noch ein ganzes Jahr. Danach habe ich das aber erstmal gekündigt. Hast du schon wieder. Ja. Kamera? Ja. Und hier habe ich auch noch diese Dinger hier. Die sind richtig. Richtig geil ineinander. Also das kriegst du nicht mehr locker dann. Frage, das oh, ist mir mal runtergefallen. Hast du den Bonbon jetzt schon gegessen? Wo ist der Bonbon? Mach den Mund. Und? Ist lecker? Ja? Okay, wir gehen jetzt einkaufen. Nächsten Tag anfangen und ja. Hast du jetzt einfach runtergeschluckt? Möchtest du was trinken? Mhm. Ja? Was mache ich jetzt, wenn du die kleine Kamera hast? Ich hol dir doch mal um die Flasche runter. Ja. Was? Was ist damit? Dann haben wir ein Problem gerade. Warum? Weil die voll ist. Ich konnte das gestern nicht mehr rüber kopieren. Oh. Okay. Und komischerweise lädt die nicht mehr richtig auf irgendwie. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Und ich fange jetzt mal den Tag an. Muss mich jetzt sputen. Hadi, tschüss.